So, es ist jetzt halb. Wir machen weiter. Ich glaube, die nächste Referentin brauche ich nicht vorzustellen. Astrid Emde ist Voskis Urgestein. Von daher, wer hier das erste Mal ist, ich glaube, Astrid Emde sagt auch noch was für sich. Also sie ist von der Wehrgroup und na dann los. Es geht um OSM-Daten in Kugis. Gut, ja, herzlich willkommen hier auf der Foskis 2020 in Freiburg. Schön, dass ihr alle da seid, hier und vielleicht remote. Genau, ich möchte heute einen Vortrag halten über OSM-Daten in Kugis erfolgreich, wie man die erfolgreich nutzen kann. Und ja, da vielleicht erstmal die Frage ins Publikum: Wer nutzt denn schon Kugis? So, das sind fast alle, würde ich mal sagen. Wer nutzt OSM in Kugis? Okay, gut. Ja, vielleicht können wir nachher in der Diskussionsrunde auch noch Erfahrungen austauschen, oder ich habe vielleicht auch nicht alles jetzt erwähnt, was da so möglich ist. Wir werden nämlich gleich sehen, da gibt es ganz viele Sachen, die man mit OSM und QGIS nutzen kann. Also von daher ist die Vorstellung auch nachher zur Diskussion vielleicht ganz geeignet und mal gespannt, wie es euch und Ihnen gefällt. Ja, ich finde es eine großartige Kombination. Ich habe da einige Plugins ausprobiert. Erstmal zu mir, genau wie der Michael schon sagte, ich bin so ein Urgestein und ich kann auch stolz sagen, ich war bisher bei jeder Foskis dabei, auch dieses Jahr. Und ja, und bin schon lange im Open Source Bereich tätig, arbeite bei der Ware Group in Bonn schon seit 2002. Ich bin GIS Consultant, ich mache viele Schulungen bei der FOSS Academy und ich kenne mich mit vielen Open Source Projekten aus. Dann bin ich im FOSS Verein aktiv, kugis.de, und bei der OSGEO bin ich seit 2,5 Jahren jetzt im Board. Die Ware Group, gibt es einen Stand draußen, da kann man sich auch beraten lassen. Wir sind ja auf jeden Fall im Open Source Bereich tätig, haben auch eigene Entwicklungen wie MapBender, die Metadur und Mops, und ja, haben viele Lösungen, die wir bereithalten. Aber es soll ja um QGIS gehen, deshalb wieder zurück zum Thema. Auf der FOSKIS haben wir ganz viele Vorträge, das heißt, ich glaube, ich muss nicht viel zur Einleitung sagen, und wir haben ja gesehen, QGIS wird hier von vielen genutzt. Deshalb springe ich mal über die Einleitungsfolien mal so ein bisschen rüber. Genau, 2002 wurde der ja gegründet vom Gary Sherman, der das als PostgreSQL-Viewer das Ganze entwickelt hat, hat zahlreiche Funktionen und ist ein OSGEO-Projekt und wird auf der ganzen Welt entwickelt. Und ich denke, das ist auch die Stärke, warum wir jetzt gleich auch sehen werden, dass ganz viele Plugins da auch zusammenkommen. Und wer das Ganze verfolgt, der hat gesehen, wie sich QGIS in den letzten Jahren entwickelt hat zu so einer eierlegenden Wollmilchsau, die alles Mögliche auch abdeckt für die verschiedenen Bereiche. Und hier habe ich mal die Folie vom Andreas Neumann, der auch hier ist, reingenommen, der aus dem QGIS-Projekt ist, der hier auch nochmal aufgeführt hat, was QGIS alles so mit sich bringt. Das hier kursierte auch letztens zum QGIS-Geburtstag. Das hatte ich einfach Lust, das nochmal reinzubringen, um nochmal zu sehen, wie sich die Versionen so entwickelt haben, was man alles so durchlebt hat und wie damals auch die QGIS-Versionen benannt wurden und sich entwickelt haben. Jetzt sind die Namen ja immer nach den letzten Code-Sprints, werden die Versionen benannt. Und genau, und diese Vorstellung, die wurde zum QGIS-Geburtstag letztens rumgeschickt. Genau, wir haben ja jetzt hier, bewegen uns im Bereich 3.4, beziehungsweise bald dann auch 3.10, und haben hier nochmal ein Bild von der Community, die hinter QGIS steckt. Und eigentlich gibt es jetzt auch diese Woche ein Meeting in den Niederlanden. Das heißt, die QGIS-Entwickler treffen sich regelmäßig und stimmen sich ab und bringen das Projekt voran. So, und da gehe ich auch mal drüber weg, weil das dürfte hier ja auch bekannt sein. Jetzt schauen wir uns mal an, was mit QGIS und OpenStreetMap los ist. Wir haben leichte Visualisierungsmöglichkeiten von OpenStreetMap-Daten und ein einfaches Handling. Und wir haben sehr viele Plugins für QGIS, die wir nutzen können. Wenn man mal hier auf der Plugin-Seite das Ganze mal filtert nach OpenStreetMap, dann sieht man, gibt es 22 Plugins, die man nutzen kann. Und ich werde jetzt nicht alle vorstellen, aber das wäre jetzt der Aufruf, da auch mal zu stöbern und zu gucken, was alles möglich ist.
Ja, wo bekomme ich eigentlich die OpenStreetMap-Daten her, die ich in QGIS nutzen möchte? Da gibt es eine Möglichkeit, die als PBF oder als FS-Reshape-File herunterzuladen. Da gibt es von der Geofabrik diese Seite, da kann man eine Region auswählen und kann die Daten, die einen interessieren, dort herunterladen. Und dann, dann werden die Daten beim Laden in QGIS in ein anderes Datenmodell übertragen. Das heißt, die OSM-Welt, die denkt ganz anders, die denkt in Knoten, also in Nodes, in Ways, in Relations und Tags. Und dieses Modell muss dann auf das GIS-Modell umgewandelt werden. Ja? Da denken wir in Punkten, in Linien, in Flächen und in Attributen. Ja? Und diese Arbeit wird von Werkzeugen übernommen. Ein Beteiligter dabei ist die Bibliothek GEDAL-OGR, die ist in QGIS integriert und das ist eine Bibliothek, die für ganz viele Rasterdaten und Vektordatenformate eine Unterstützung bietet und so auch für OpenStreetMap-Daten. Ja? Und so haben wir ganz leicht die Möglichkeit, solche OpenStreetMap-Daten via Drag-and-Drop zu importieren. Wir haben dann die Möglichkeit, einen Geometrietyp auszuwählen und dann werden die Daten temporär, wird ein temporäres Layer in QGIS erzeugt, was ich dann in dem Format, mit dem ich immer arbeite, dann ganz leicht abspeichern kann. Das könnte ich zum Beispiel nach Geopackage speichern oder in eine PostgreSQL-Datenbank übertragen und kann dann das Ganze mit Styles belegen. Hier sieht man mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich das als Shapes mache. Da ist ja das Ganze auch schon so vorprozessiert, dass ich das ohne weiteres nutzen kann. Und hier sehen wir, ich habe jetzt die Daten für Regierungsbezirk Karlsruhe, das habe ich heruntergeladen. Wir sehen, dann bekomme ich diverse Shape-Dateien zum Download und da kann ich dann auswählen, was mich interessiert, die Straßen, die Bahnlinien, die Gebäude und kann die Shape-Dateien einfach per Drag-and-Drop hier über den Browser in QGIS in mein Projekt hineinladen. So, genau. Das Ganze kann ich dann in andere Datenformate übertragen und jetzt schauen wir mal, genau, wir sehen jetzt gleich, wenn ich dann auch die Daten abfrage, ich bin jetzt hier bei den Straßen, da sehen wir auch, dass die Sachdaten mit übernommen werden, also sind auch in der Shape-Datei, das heißt, ich habe Zugriff auf die ganzen Sachdaten. Bei diesen Wasserflächen sind es weniger Informationen, die hier zur Verfügung stehen, aber ich habe Zugriff auf die Vektordaten selbst und kann auch das Styling nach Belieben anpassen über den Style-Editor im QGIS. So. Okay, das heißt, das war eine Möglichkeit, über die Shape-Dateien Daten zu importieren. Dann habe ich die Möglichkeit, die PBF-Dateien herunterzuladen. Wenn ich die dann lade in mein QGIS-Projekt, dann sehen wir, werde ich hier gefragt, welchen Datentyp ich gerne laden möchte. Und entsprechend kann ich das auswählen, beziehungsweise kann alle auswählen. Und das können wir uns auch nochmal anschauen. Und habe auch so leicht die Möglichkeit, die Daten dann in mein Projekt zu laden. So, und das sind dann die ersten Schritte, die ich dann durchführen kann. Hier habe ich jetzt nur eine temporäre Datei, die ich entsprechend noch in andere Formate übertrage. So, wenn ich jetzt die über 500 Plugins von QGIS einmal durchsuche nach OpenStreetMap, da sehen wir, bekomme ich hier diese Liste zurückgegeben und kann die Plugins hier im QGIS direkt aktivieren. Und genau, jetzt möchte ich über ein paar Folien das eine oder andere vorstellen, also wo OpenStreetMap in QGIS in Aktion kommen. Wir haben hier den XYZ-Tiles-Bereich, wo wir einen Kacheldienst ansprechen können. Das heißt, wenn wir eine Hintergrundkarte haben möchten, dann können wir ganz leicht hier in diesem Browser wiederum den OpenStreetMap Kacheldienst hinzufügen und das Schöne ist, wir können dann auch in der Werkzeugkiste dann für den Offline-Einsatz und so ein Cache erzeugen und können so ein Projekt dann auch mit offline mit rausnehmen.
Dann gibt es Quick Map Service, das ist auch für eine Hintergrundkarte recht interessant. Da haben wir zahlreiche Kartendienste, da gibt es aus allen Bereichen oder von zahlreichen Anbietern Kartendienste, die zur Verfügung stehen, nicht nur OpenStreetMap, aber hier unten sehen wir, dass aus dem OpenStreetMap-Bereich da einige Kartendienste zur Verfügung stehen. Das heißt, Quick Map Service, genau, hier habe ich den OSM Standard, das sind dann WMS-Dienste, die hier hinzugefügt werden und wir sehen, da gibt es eine ganze Anzahl und im OpenStreetMap-Bereich haben wir aus verschiedenen Bereichen dann Dienste, die man hinzuladen kann, kombinieren kann und nutzen kann. Ja, sehr interessant ist auch Quick OSM. Wenn ich jetzt nicht an allen Daten interessiert bin, sondern nur an bestimmten, dann kann ich da ganz einfach OSM-Daten in mein QGIS-Projekt laden. Und zwar über die Overpass-API kann ich gezielt bestimmte Daten ansprechen. Dazu muss ich die gewünschten Tags oder vielleicht auch die gewünschte Region angeben und kann sehr komplexe Abfragen auch generieren und kann die Daten da ganz frisch in mein QGIS-Projekt importieren und auch hier wird so ein temporärer Layer dann angelegt, den ich dann in andere Datenformate übertragen kann. So, gucken wir uns das auch mal an. Genau, ich habe das auf der SOTIM in Heidelberg habe ich einen ähnlichen Vortrag gehalten und da habe ich mich mal für die Bäckereien im Umfeld der Konferenz interessiert, also in Heidelberg. Und hier sehen wir, genau, Bäckereien in Heidelberg. Hier ist quasi das XML, was an die Overpass-API als Anfrage geschickt wird. Das könnte ich jetzt noch erweitern und anpassen. Und dann, wenn ich das Ganze abschicke, werden die Daten in mein Projekt übertragen. Und genau, ich kann die dann in andere Formate dann überführen. So. Auch die Sachdaten werden übertragen, wie das eben bei den Shapes, bei den anderen Importmöglichkeiten auch der Fall war. Und dann kann ich natürlich auch wieder hergehen und das Ganze stylen, so wie ich das gerne in meinem Projekt darstellen möchte. Okay, das Stylen dürfte ja jedem bekannt sein, deshalb überspringe ich das mal. Ist vielleicht sonst ein bisschen langatmig hier. Na, haben wir es? Okay. So. Gehen wir zum nächsten. Es gibt noch ein Plugin OSM Downloader. Da kann ich einen bestimmten Bereich herunterladen. Den kann ich auch aus dem QGIS-Projekt direkt übernehmen. Ich kann den über eine Bounding-Box hier eintragen und dann werden die Daten direkt in das QGIS-Projekt hineingeladen. Ist auch jetzt wieder in Heidelberg, da habe ich so einen Bereich ausgewählt und wir sehen, die Bounding-Box hier ist aus dem Projekt übernommen worden, der Download dauert ein Weilchen und dann sind die Daten heruntergeladen worden und das ist jetzt so ähnlich wie eben bei dem Download von der Geofabrik, wenn ich direkt auf die PBF-Dateien zugreife, bekomme ich hier dann wieder die Auswahl, was mich von den Daten interessiert und kann das dann entsprechend angeben. So, dann gibt es das Plugin Nominatim Locator Filter. Den Geocoder von Nominatim zur Adresssuche verwenden. Und das Schöne ist, wir haben ja jetzt ab der 3er-Version hier unten diese Statusleiste oder diese Quick-Schnellsuchleiste. Und wenn ich dieses Plugin aktiviert habe, dann kann ich hier in der Schnellsuche, finde ich so einen Eintrag OSM und kann dann gefolgt mit einem Leerzeichen eine Adresse eingeben und dann ganz schnell zu einem Ort springen. Wir sehen, das taucht jetzt hier in der Statusleiste auf. Genau, ich muss ein Leerzeichen eingeben, darf mich nicht vertippen. Und dann, genau, tauchen
hier jetzt gleich die Möglichkeiten auf und ich kann dann entsprechend zu dem Ort springen. Also auch eine sehr, sehr schicke Sache. So, bleiben wir im Bereich von Geocoding. Da gibt es noch verschiedene andere Werkzeuge. Wenn mich dieser Bereich interessiert, habe ich für Geocoding oder Reverse Geocoding noch zwei weitere Plugins. Der Geocoder oder MMQGIS. Da kann ich einerseits Adressen mit einer Koordinate versehen oder auch Punkte oder in der Karte mit einer Adresse versehen. Ne? Also die nutzen auch die Nominatim-API, sodass ich da Daten geocodieren oder reverse geocodieren kann. Dann gibt es ein Plugin OSM PlaySearch, das ist auch, nutzt ebenfalls den Geocoder Nominatim. Damit kann ich Daten auffinden, kann Geometrien in mein Projekt laden und kann Filter anpassen über die Konfiguration. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich suche nur für Heidelberg oder für Freiburg Treffer oder nur für Deutschland. Ich kann die Ergebnisse dann laden. Wir sehen hier, ich kann die auch maskieren und habe auch ein Reverse Geocoding zur Verfügung stehen. So, und das taucht hier in meinem QGIS-Projekt oben als so ein Bereich auf. Das heißt, hier kann ich jetzt zum Beispiel nach Mannheim suchen, kann entsprechend das auswählen, was mich interessiert und lade die Daten dann in mein Projekt. Wir sehen, ich kann auch verschiedene Objekte in mein Projekt laden und schauen wir mal. Ich kann einen Extend definieren, also auf mein QGIS-Projekt oder kann über die Settings direkt sagen, mich interessiert nur ein bestimmter Bereich, das hatte ich eben schon angesprochen und zum Beispiel hier nur in Deutschland und kann entsprechend dann die Suche nochmal für diese eingeschränkte Region absenden. Dann kann ich eine Region laden, ich kann die maskiert laden. Das sehen wir jetzt, wie das Ganze maskiert aussieht. Und genau über diesen Button hier oben kann ich mich auch meine Position geocoden lassen. So, dann kann ich routen. Es gibt das Plugin ORS-Tool zum Routen. Das nutzt den Open Route Service, der auf OpenStreetMap basiert und von HiGIS aus Heidelberg angeboten wird. Und der ermöglicht ein interaktives Routing in der Karte und ermöglicht es aber auch, Isochronen und Matrixberechnungen durchzuführen. Wir sehen, ich kann hier Punkte definieren, von denen ich ja, als Start- oder Zielpunkt ausgehen möchte. Ich kann auch Zwischenpunkte definieren und ich kann dann die Route auch abspeichern. Ich kann Daten prozessieren, also zum Beispiel Punktdaten und ich kann Attribute inklusive Dauer, Länge, Start- und Endpunkt auch ausgeben. Dann gibt es ein Plugin, das heißt Animate OSM. Das ist vor allen Dingen spannend für Leute, die bei so einem Taskmanager-Projekt mitmachen, also vielleicht irgendwelche Mappathons durchführen und da sehen wollen, was sie geschafft haben. Das ist für Gebäude, die in einem definierten Zeitraum erfasst wurden, dass man sich diese visualisieren kann. Und man kann da eine Region definieren, einen Zeitraum definieren, in dem dieser Mappathon stattgefunden hat. Lädt dann die Daten herunter für diesen Zeitraum. Es werden Bilder generiert und am Schluss noch ein Video generiert. Und hier habe ich mal so ein Projekt prozessiert. Da sieht man, wie genau in diesem Bereich Gebäude erfasst wurden. Und man sieht ganz schön, wie das Ganze auch gewachsen ist dann in der OpenStreetMap-Karte. Genau, das ist ein Projekt, was der Raymond Nissen aus den Niederlanden entwickelt hat und was erfolgreich und hilfreich im Einsatz ist bei Hot- und Missing-Maps-Projekten. Dann für die 3D-Darstellung gibt es ein Plugin ab QGIS 3.8.
Da kann man ein Online-Terrain darstellen, man kann Gebäude oder Bild, also Gebäude von OpenStreetMap reinnehmen und da zum Beispiel hier die Höhen mit anzeigen lassen und kann das Ganze auch als Bild exportieren. Ja, und das waren die Plugins, die ich vorstellen wollte. Informationen gibt es natürlich auf QGIS.org oder zu jedem Plugin gibt es auch eigene Dokumentationen. Dann ist die OSGEO Live sicherlich ein guter Startpunkt. Da ist die ganze Software drauf installiert. Da sind auch Editoren für OpenStreetMap, verschiedene Tools sind da verfügbar. Natürlich, eine Sache habe ich noch nicht angesprochen, natürlich kann ich meine Daten, meine OpenStreetMap-Daten auch ganz leicht mit QGIS-Server ins Web bringen. Das heißt, wenn ich ein schönes QGIS-Projekt habe, kann ich das ganz leicht auch über QGIS-Server dann veröffentlichen. Bücher gibt es, Blogs und Tweets und genau, auf jeden Fall findet man im Netz ganz viele Informationen. Viele Videos sind auch schon im TBRV-Portal zu QGIS verfügbar und genau, das OSM-Wiki hat auch eine Seite zu QGIS, die könnte sicherlich auch noch aktualisiert werden und genau, und vielleicht gibt es auch noch ein paar Plugins, die vielleicht noch nicht den Sprung von QGIS 2 nach QGIS 3 geschafft haben. Zum Beispiel hatten wir ja gesehen, wie leicht man QGIS OpenStreetMap-Daten nach QGIS übertragen kann. Und eine Frage war da zum Beispiel auch, gibt es denn auch Style-Dateien, die ich dann einfach da drauf anwenden kann? Und da habe ich zum Beispiel bisher nur Style-Dateien für QGIS 2 gefunden, die mit QGIS 3 noch nicht kompatibel sind. Aber vielleicht hat da jemand im Publikum ja schon andere Erfahrungen gemacht und weiß da eine Quelle, dann wäre das natürlich spannend jetzt für den Austausch. Ja, das war, was ich vorstellen wollte in dem Vortrag. Ich hoffe, es gab ein paar Ideen für die Nutzung von OpenStreetMap und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, danke Astrid. Und gibt's Fragen? Du hast gerade gesagt, dass ich mit QGIS Server Daten umgekehrt auch zu OpenStreetMap bringe. Ach so, nein. Dann habe ich es missverstanden. Das kam vielleicht, genau. Also mit QGIS Server kann ich QGIS Projekte, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt, QGIS Projekte ins Web bringen und Kartendienste generieren, ne? Okay. Also oder Kacheldienste. Weil trotzdem ist die Frage, kann ich denn, wenn ich ein QGIS habe und da bestimmte Daten drin habe, die direkt ins OpenStreetMap reinbringen, das gab es mal bis Version 1, gab es da mal ein Plugin, Version 2 nicht, 3 jetzt glaube ich. Soweit ich weiß, genau, geht es nicht, dass ich direkt Daten nach OpenStreetMap laden kann, ja. Mhm. Schade. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich nochmal bei Astrid. Gut.